Riesenaufregung hier im 15. Bezirk in der Weigelgasse 10. Wir stehen gerade vor dem Gebäude, wo am Samstag, in der Nacht auf Samstag auf Sonntag, eine Rieseneskalation stattgefunden hat. Und zwar Rumänen haben eine Party gefeiert mit sehr, sehr lauter Musik. Und um 3 in der Früh haben sich 20 Rumänen dann runterbegeben auf die Straße. Sie wollten Taxis rufen oder haben Taxis gerufen. Sie wollten weiterziehen oder nach Hause gehen, man weiß es nicht genau. Und haben da dann draußen hier auf 3 Türken getroffen, die sich schon die ganze Zeit gestört gefühlt haben durch die laute Musik. Das Ganze ist dann eskaliert. Sie haben miteinander gestritten. Es wurde gebrüllt, geschrien, woraufhin dann ein Rumäne das T-Shirt hochgezogen hat und gemeint hat, so schieß doch, wenn du möchtest. Woraufhin dann der Türke mit einer Gaspistole in die Luft geschossen hat. Anwohner meinen, es hat 3 Schüsse gegeben. Es waren natürlich alle schockiert, sie sind um 3 in der Früh von Schüssen aufgeweckt worden. Es haben dann viele, viele den Notruf angerufen, woraufhin die Wege ausgerückt ist. Also ein riesen Polizeieinsatz hier im 15. Bezirk. Verletzt worden ist Gott sei Dank keiner. Er hat eben nur in die Luft geschossen. Nur natürlich sind alle schockiert und haben noch immer große Angst. Es ist aber Gott sei Dank keiner verletzt worden. Gegen den Täter wird jetzt auf freiem Fuß ermittelt.